Hallo, ich bin Andreas und ich zeige dir, wie du dein erstes CW-Fotobuch gestalten kannst. An was musst du denken? Wie geht die Gestaltung? Wie wird bestellt? Alles in meinem Film. Viel Spaß! Was braucht man alles für die Gestaltung? Einen Rechner, Notebook oder PC? Die Software zum Gestalten und alle Fotos, am besten bereits auf dem Rechner gespeichert. Die Software lädt man kostenlos aus dem Internet. www.cw-fotobuch.de. Und schon kann es losgehen. Bevor man richtig startet, ist es hilfreich, sich einige Gedanken zur Umsetzung zu machen. Das spart später viel Zeit bei der Gestaltung. Zwei Dinge zur Vorbereitung. Die Bildauswahl. Alle Fotos für das Buch sollten in einem Ordner gespeichert werden. Verwende nur die Fotos, die das Thema am besten darstellen. Bei doppelten oder ähnlichen Fotos nimm einfach das beste Foto in die Auswahl. Anzahl und Format der Bilder bestimmen später das Buchformat. Ideen zur Gestaltung. Sollen die Fotos in einer bestimmten Reihenfolge ins Buch? Was ist besonders wichtig? Sollen auch Texte geschrieben werden? Notiere alle Ideen, so wird nichts vergessen. Und so hat man eine kleine Gedankenstütze später bei der Gestaltung. Jetzt kann es losgehen. Hier sieht man die geöffnete Gestaltungssoftware, die CW-Fotowelt. Öffne den Bereich CW-Fotobuch. Zuerst wählt man das Buchformat und die Größe aus. Hier orientiert man sich an der Bildmenge und dem Bildformat aller ausgewählten Fotos. Die Regel: Fotos im Querformat, querformatiges Buch. Viele Fotos im Hochformat, hochformatiges Buch. Hat man sehr viele Fotos, sollte mindestens das Format A4 oder größer ausgewählt werden. Tipp für Einsteiger: Am einfachsten gestalten sich quadratische Bücher. Danach wird das Papier der Innenseiten ausgewählt. Es gibt zwei Gruppen: gedruckte Seiten oder Buchseiten aus Fotopapier. Für Einsteiger empfehle ich den Digitaldruck Standard. Jetzt wählen wir noch den Bucheinband aus. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hochwertig, stabil und am meisten bestellt wird der Hardcover-Einband. Im nächsten Schritt wählt man den Gestaltungsweg aus. Soll ein Assistent helfen oder möchte ich selbst gestalten? Ich wähle selbst gestalten. Bevor ich beginne, kurz die Erklärung der Programmoberfläche. Mittig findet man den Arbeitsbereich. Hier gestalte ich. Links ist der Auswahlbereich. Hier wähle ich alle Inhalte aus, die mit gehaltener linker Maustaste in den Arbeitsbereich gezogen werden. Unten oder rechts in der Ansicht wählt man die Buchseite aus, die gestaltet werden soll. Und über dem Arbeitsbereich findet man alle Werkzeuge des Programms. Bei der Gestaltung selbst hilft eine einfache Regel. Ein großes Foto auf einer Seite, dazu kleinere Fotos auf der anderen Seite. Das verhindert überfüllte Seiten und sieht gleichzeitig auch noch prima aus. Nutze dafür die Seitenlayouts des Programms. Das vereinfacht wirklich. Und gestalte zuerst die Innenseiten und am Ende den Einband. Zuerst bereiten wir das Seitenlayout vor. Öffne den Bereich Seitenlayout unten links. Oben links kann nach Anzahl Fotos je Seite sortiert werden. Wähle ein Foto je Seite aus. Ziehe das Layout nach rechts. Dann wähle vier Fotos je Seite aus. Ziehe ebenfalls das Layout nach rechts. Jetzt sind die Seiten vorgestaltet und nun füge Fotos ein. Dazu öffnest du unten den Bereich Fotos und Videos und danach oben links den Ordner mit deinen Fotos. Ziehe nun Foto für Foto in die vorbereiteten Platzhalter. Alle Fotos sollten inhaltlich und farblich zusammenpassen. Nächste Seite. Ein großes Foto, zwei oder drei kleinere Fotos. Wechsle mal die Seiten mit dem großen Foto und den kleineren Fotos. Verwende auch hier Layouts der Software. Passen Fotos nicht in eine bestimmte Position, können sie getauscht werden. Oder du fügst ein anderes Foto aus der Auswahl an dieser Stelle ein.
So füllt sich Seite für Seite. Hintergründe. Hintergründe gestalten die Seiten maßgeblich mit. Über den Bereich Hintergründe unten links findest du passende Hintergründe für deine Fotos. Zieh den Hintergrund auf eine Seite. Achte darauf, dass passende Hintergründe verwendet werden, damit die Fotos besser wirken. Tipp: Im Bereich Farben findest du viele geeignete Inhalte. Texte schreiben. Möchtest du auch Texte zu deinen Fotos schreiben, benötigst du dafür Textplatzhalter. Diese findest du auch im Bereich Seitenlayouts. Öffne diesen Bereich. Die Layouts mit den Textplatzhaltern findest du am Ende jeder Auswahl. Zieh das Layout auf eine Seite und schreibe den Text direkt hinein. Werkzeuge zur nachträglichen Bearbeitung des Textes findest du oben in der Werkzeugauswahl. Die Abschlussprüfung. Bevor bestellt wird, sollten drei Dinge abschließend geprüft werden. Dazu blätterst du das Buch Seite für Seite durch. Achte auf Folgendes. Alle Inhalte sollen richtig dargestellt sein. Stimmt die Ausrichtung aller Kanten? Sind eventuell Personen angeschnitten? Schau nach Rechtschreibfehlern im Buch. Und prüfe, ob der Einband und der Buchrücken richtig angelegt sind. Dann kann bestellt werden. Klicke unten rechts auf In den Warenkorb und vergiss das Speichern nicht. Dann folge den Hinweisen im Programm. Ja, das waren meine Tipps und Anregungen heute für euch zur CW-Fotobuchgestaltung. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es einfach mal als kleines Feedback in den Kommentaren. Würde mich freuen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.